willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir hören hier mal ein bisschen ihre Materie. Was hat denn los? Okay. Ah, leider hat sie nicht so viel, ne? Das ist blöd. Mal schauen, was ich klar bin, alles hier. Erde, Gewitter. Chocobos an. Das ist halt jetzt scheiße hier. Ich will halt auch nicht Gewitter geben. Obwohl, ich gebe ihr Gewitter. Also Yuffie. So, okay. Könnte jetzt super doof gewesen sein, aber es kann auch mal sein, dass gleich wer hat nochmal Gewitter? Arrow vielleicht mal nicht mehr da ist und dann, also quasi im Kampf tot gegangen oder wie heißt es? Nein, wie nennt man das? Bewusstlos. Und dann, was ist die Scheiße? Danke. Lass mir unsere Strategie erläutern. Der Feind wird den Berg erklimmen und nach dem Reaktor suchen. Wir stellen Fallen auf und heuren Soldaten ein, um das Gebiet zu verteidigen. Ja, das ist alles, was wir haben. Das Dorf hat kein Geld. Wenn wir kämpfen wollten, sind uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldat anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Um 20 Soldaten anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Wir bitten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verwendet, um die Soldaten anzuhören, Fallen zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Wenn ihr keine Zeit habt, möchten wir euch bitten, uns mit einer Spende auszuhelfen. Wenn ihr uns Geld spendet, können wir Soldaten anhalten und den Angriff von Shinra abwehren. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nun einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt, aber wenn man immer wieder verliert, kann es gefährlich werden. Oder gibt es irgendwelche Fragen? Es gibt vier Arten von Feinden. Eines können fliegen und sich sehr schnell bewegen. Steinschleudern und Tritt sind nicht sehr effektiv gegen sie. Es gibt vier Arten von Feinden. Ungeheuer sind Biester, die sich nicht so schnell bewegen, aber über eine explosive Angriffsstärke verfügen. Es gibt vier Arten. Barbaren. Waren sind menschlich, sie greifen indirekt an. Hier ist Vorsicht geboten. Fehlthaber sind die feindlichen Kommandeure, sie sind unser Hauptziel, aber es sind mächtige Gegner. Deine beweglichen Einheiten sind Kämpfer, Angreifer, Verteidiger, Schützen, Mechaniker und Arbeiter. Unbeweglichen sind Steinschleudern, Tristoren, Katapulte und Feuerkatapulte. So, was hören bewegliche Arten? Das werde ich mir jetzt nicht anhören. Finanzielles. Wir haben jetzt 15.000 Gil. Wir benötigen 3.000 Gil pro Schlacht. Wie könnt ihr beitragen? Ja, ihr könnt schon 3.000 machen. Danke, das macht 18.000 Gil. Wie könnt ihr beitragen? Mir kann man nicht helfen. Da kommen welche, bitte, wir sind für jede Hilfe dankbar. Vorbereitung getroffen. 10 Feindeinheiten entdeckt. Vielen Ungeheuer darunter, sende mehr Angreifer aus. Oh nein, das war so komisch hier. Kämpfer. Angreifer. Ein schwacher Gegner. Kein schwächer Gegner. Hä? Meister HP.
Ahnung mehr. Wie wir das machen. Gar nichts mehr, wir haben alles, okay, dann müssen wir aber... Na, wo ich starten, ne? Aber man kann sogar irgendwie Aktion machen. Aber warte. Angreifen. Genau, dann nehmen wir noch hier los, nochmal angreifen. Das ist ein bisschen... Das ist ja weird hier, das ist, da hoffe ich auch, dass sowas nicht im Remake rankommt. Ich finde das ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Ich verstehe das hier auch gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Das dauert ja ewig, bis die ankommen. Aber ich kann auch noch Sachen. Wir haben gar keine Gil mehr. Deswegen. Oh. Noch mal welche. Das soll der Ewig wieder ankommen. Jetzt kämpfen die. Da fangen die Stoße. Doch, mach wenigstens noch den Kalt, bitte. Oh nein! Ach, den kann er ja doch angreifen. Nein, bewegen! Angreifen. Ja, der! Oh Mann! Da kommt einer her. Und deine Penner macht das nicht miteinander, aber das wollte ich eigentlich gar nicht, dass wir den für den hat, denn der geht gar nicht so gut. Weil der Schütze auch zu arschlang drauf. Ja, greif ihn doch an. Hey, warum läuft er zu ihm hin? Super einfach. Hey, was macht er denn? Ja, angreifen. Oh, der ist tot. Ah ja, stimmt, der hat ja schon. Moment. Nein, ich weiß nicht. Ja, das ist zu geil. Kommt hier einer? Und du? Der ist so blöd, bestimmt. Die sind alle zu blöd, was ist denn das? Gebt euch die.
Laufen alle gegen Wände. Nein, wieso läuft es da gegen diese Wand? Das ist ziemlich gut gegen die. Ich hab gesagt, dass er weggehen. Warum ist er nicht weggegangen? Ja toll, was ist denn das? Warum ist er an denen vorbeigekommen? Mann. Warte. Attackieren sie jetzt gegenseitig vor dem Schalthaus? Hoffentlich. Habe ich ihn noch knapp geschafft. Bitte. Ja. An. Greif ihn doch an. Das ist ein Schütze. Mein Gott, sie greifen an, wir verlassen uns auf euch. Ja, leck mich am Arsch. Hoffentlich ist das auch gut gegen den, ich weiß nicht. Naja, macht doch ein paar Schaden. Alter, hat er viel Leben. Alter, wie viel Leben hatte der denn? Okay, gut, das ist wahrscheinlich die Bestrafung. Aber mein Gott, was kann ich dafür, wenn meine blöden... Okay, wir haben gegen 2004 gekommen. Heilige Scheiße. Was kann ich denn dafür, wenn meine blöden Soldaten da nichts machen?
irgendwie haben wir es geschafft. Oh, okay. Also quasi, wenn man einmal kämpft, dann hat man irgendwie das automatisch geschafft anscheinend. Aber schön, dass wir wiederkommen. Das Gelände muss sehr gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie wieder angreifen. Ja, okay, gut. Ja, dann machen wir halt den Kampf, ne? Kann ich jetzt hier auch einkaufen? Da war die Leiter, jetzt habe ich sie gerade gesehen. Jetzt haben sie ja anscheinend wieder. Ich würde mir schon gerne Phönixfedern oder so kaufen. Wir müssen nur durchhalten. Ah, okay, tatsächlich. Oh, Genesung. Ich sollte auf jeden Fall welche wieder kaufen. Hitze zum Beispiel zweimal. Ich würde auch sagen Genesung. Ja. Dann machen wir es mal so, damit wir nämlich mit Cloud wieder Hitze und mit Yuffie dann auch. Nein, was mache ich denn mit der Materie? Was habe ich denn? Na gut, lassen wir das Chocobo weg. Das wollen wir jetzt nicht. Kommt hier noch Hitze und Genesung. Genau. Machen wir das mal so. Und der hat hier vielleicht Tränke, oder? Bleib dran. Ja. Wie viele Tränke haben wir? Wir haben 27. Ah, okay, gut. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir kaufen noch zwei Phönixfedern. Das können wir verkaufen. Versteinert einen Gegner. Nee, das war auch noch nicht. Ja, okay, nee, lass mal das mal so. Ja, komm, schlafen wir mal halt. Unsere ganze MP und unsere HP. Wir lassen Yuffie erstmal drin und Aerith sowieso wegen ihrem Limit. Also gut. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Ort. Unser nächster Story Point, wo wir hin müssen. Der ist sogar hinter dem Wald, wo wir die letzte Folge die ganze Zeit waren. Ja, viele erinnern sich wahrscheinlich noch an. Also, ja, ihr habt ja gerade gesehen, Yuffie. Wo wir eine halbe Stunde fast gejagt haben nach ihr. Ich meine, ich habe ja schon mal davor. Also, eigentlich haben wir so gut wie eine halbe Stunde nach ihr gesucht. Ich auch geschafft dann. So, unser nächstes Ziel ist dort hinten, glaube ich. Also hinter dem Wald. Da ist nämlich eine Stadt. Und das habe ich auch ganz alleine herausgefunden, nicht durch ein Walkthrough. Ja, nein, nein, das habe ich ganz alleine herausgefunden. Nee, ich habe ein Walkthrough angeguckt. Bitte, wo ist die Stadt? Ich finde sie gerade nicht. Sie ist so weit weg. Ja, tatsächlich, da hinten sehe ich sie. Mal davon, dass ich sie kenne. Musste ja auch passieren, ne? Oh, Angriff von hinten. Alles Feuer gut? Ja, mach ich Feuer. Feuer ist sehr gut. Im Wald kamen deutlich schlimmere Gegner. So viel steht fest. Und wir haben einen Heiltrank. Wir haben einen Heiltrank sogar bekommen dafür. Meine Kämpfe sind ja auch gar nicht schlecht. Bekommen wir immer Gil und XP. Was ist mit dieser Stadt passiert? Sie ist so runtergekommen. Aus. Findest. Ich finde gar nicht mehr so. Oben.
können einfach auf das Bett hochklettern. Ja, warum nicht? Warum nicht? Bin ich hier runter? Ja. Hey, Herr Delfin. Ich heiße Priscilla. Und jetzt du. Wer seid ihr? Gehört ihr zu Shinra? Nein, du hast Unrecht. Wir haben nichts mit Shinra zu tun. So ist es. Ich glaube euch nicht. Verschwindet. Klasse. Oh oh. Oh, Mensch. Hi. Vorsicht, Herr Delfin. Wow. Halt, wir kommen. Okay, erstmal die Bildschirme analysieren. Wir gehen, was da schwach ist. Ja, Wind. Ja, das wieder HP, ja. Oh! Hallo? Oh, danke. Aua. Wieso nochmal? Ey! Was? Na, auf jeden einmal, oder was? Oh nein, die nimmt die ganze Zeit Schaden. Ich hab das Schock gebaut. Oh, die Bubble hat Schaden genommen. Ja, okay, sie hat sie aus der Bubble befreit. Geil. Limit haben Vorrang. Dachte ich zumindest. Oh. Die war nicht. Okay. Kraftarmband, okay. Das ist furchtbar. Sie ist noch nicht tot. Wer redet gerade? Tot, oder? Priscilla! Nein, sie atmet nicht. Los, hilf ihr! Künstliche Beatmung sofort, bist. Mund-zu-Mund-Beatmung? Cloud, schnell! Aber das ist ein Mädchen. Tu es, Cloud! Was, du weißt nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. Na gut. Hol tief Luft und halte den Atem an, dann blas die Luft in sie hinein. Schnell, mach! Drück einmal Viereck, sodass die
CPR-Anzeige eingeblendet wird. Drückst du die Taste 2, wird die Anzeige ausgeblendet. Oh, man muss gedrückt halten. Mal oben. Ach, da muss man sie nochmal drücken, okay. Ja, man muss gar nicht gedrückt halten, oder? Doch, muss man. Oh, komm schon. Ah. Hey, Priscilla, alles in Ordnung? Erstmal kurz raus. Hier können wir ja speichern dann. Dann bin ich hier nämlich auch wieder den Part. Ja. Obwohl, erstmal werde ich heilen. Und Yuffie werde ich mit einem normalen Trank heilen. So. Genau, so machen wir das und dann machen wir hier im nächsten Part weiter und ciao.